In der Welt von One Piece wurde Blackbeard nun immer mehr in den Fokus gerückt, sodass das finale Aufeinandertreffen zwischen Ruffy und Blackbeard nicht in allzu ferner Zukunft liegt. Im heutigen Video schauen wir uns an, welche Geheimnisse von Blackbeard nun von Oda enthüllt werden müssen, um diesen als finalen Antagonist zu setten. Wir haben hier sehr viele und sehr spannende Punkte und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ich halte euch stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich News, Spoiler etc. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Eiichiro Oda hat Blackbeard nach der sehr, sehr langen Wano Kuni-Zeit, die unter anderem fast 4 Jahre ging, Blackbeard nun mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Denn Leute, wir wissen alle, Blackbeard ist der finale Hauptantagonist auf der Piratenseite für Ruffy. Und den muss man natürlich auch sehr, sehr gut aufbauen. Und wenn man natürlich jetzt zurückblickt, sieht man ganz klar, dass Blackbeard einer der Charakter ist, die schon von Anfang an dafür geplant gewesen sind, dass der am Ende hier gegen Ruffy um das One Piece kämpfen wird. Und wir haben ja aktuell sehr, sehr viel Unruhe um Blackbeard. Das Ganze begann ja zuallererst mit Boa Hancock, wo er dann hier auf einmal Rayleigh noch zur Tat schritt, um Boa Hancock dementsprechend zu verteidigen, wo Blackbeard sich dann zurückgezogen hat. Wir haben dann aktuell natürlich die Corby Trafalgar Law Geschichte, die natürlich auch super interessant wird, denn dieses Event leadet natürlich dazu, dass Garp hier jetzt auf den Plan kommt und der Kampf Garp versus Blackbeard, der dürfte, glaube ich, eine super, super spannende Geschichte sein. Und hier merkt man natürlich, gerade weil Blackbeard jetzt diese Aufmerksamkeit bekommt, merkt man langsam, dass sich die gewissen Punkte immer weiter zuspitzen. Unter anderem merkt man das natürlich auch von dem dramaturgischen Aspekt her, wenn man jetzt hingeht und schaut, in welcher Beziehung stehen jeweilige Charakter zu Ruffy. Das sind alles Freunde und Familie von Ruffy. Ja, Hancock, Corby, Law, Garp. Ja, also das sind natürlich alles Punkte, die Ruffy emotional natürlich auch beeinflussen. Ja, und darüber hinaus, wenn man natürlich nochmal weiter zurückgeht, ja, die Sache mit Acer, das ist natürlich der noch dickere Umfang, der natürlich jetzt hier zur Geltung kommt. Und man merkt natürlich, wie Oda jetzt immer weiter, immer mehr emotionale Parts von Ruffy hier mit einbindet. Und das ist super spannend. Denn Leute, Blackbeard als finaler Antagonist hat natürlich die Aufgabe, Ruffy bis ins Maximale zu fordern. Nicht nur physisch, ja, sondern natürlich auch emotional und psychisch, denke ich. Sodass man hier den perfekten Interessenkonflikt zwischen diesen beiden herleitet. Was allerdings wichtig für einen guten Antagonisten ist, Leute. Und dieses Rezept ist quasi bei Oda wirklich niedergeschrieben. Ein Antagonist ist nicht einfach so der Bosheit verfallen oder einfach so ein Antagonist. Wir haben immer die Erklärung, wieso, weshalb, warum, welches Event hat dazu geführt, dass er so ist, wie er ist, und das fehlt noch bei Blackbeard und das werden wir dann natürlich auch noch erfahren in dem gewissen Flashback, den wir dann zu Blackbeard bekommen. Denn Leute, wir werden zu Blackbeard einen gewissen Flashback kriegen. Wir haben zu jedem großen Hauptantagonisten einen Flashback bekommen. Bei dem einen ein bisschen länger, bei dem anderen ein bisschen kürzer, aber Flashbacks sind definitiv ein fester Bestandteil davon, von den Charakter im Kern richtig vorzustellen. Nun, so ein Flashback von Blackbeard könnte natürlich so einiges enthüllen. Wir werden vermutlich seine Kindheit erleben, also die Zeit vor Whitebeard, also wo er als Waise gelebt hat. Ja, diese Zeit werden wir dann sehen. Was ist mit seiner Familie passiert? Wurden die umgebracht? Wurden die verschleppt oder sonstiges? Das werden wir dann dementsprechend erfahren. Das ist dann natürlich so dieser dunkle Trigger schon in der Kindheit, der Blackbeard damals dann schon in eine gewisse Richtung gelenkt hat. Dann denke ich, werden wir auch den Moment sehen, als Blackbeard sich seinen Traum vor Augen geführt hat, was er werden möchte. Obviously ja Piratenkönig, aber was hat daran irgendwie seinen Teil beizutragen, dass er quasi diesen Weg gegangen ist, diesen Weg, den Blackbeard halt aktuell geht, mit der Hinterhältigkeit, mit dem Deep-Planning, ja, also Blackbeard ist ja jemand, der sehr, sehr genau versucht, die Dinge zu planen und zu exekuten, und Blackbeard ist natürlich in dieser Hinsicht super, super intelligent. Dann wissen wir von Eiichiro Oda, dass Blackbeard sehr, sehr hart an Geschichte interessiert ist und dass, wenn Blackbeard in der echten Welt leben würde, er wäre, glaube ich, Archäologe war das. Und das zeigt dann natürlich auch, dass Blackbeard vom Wissen her, vom Charakter her ein jemand ist, der auch so ein bisschen einen Touch von Nico Robin hat, dass der auch die wahre Geschichte vermutlich herausfinden möchte, die Wahrheit herausfinden möchte. Und um diese Wahrheit dann zu finden, ist ihm dann quasi jedes Mittel recht, um über jede Leiche zu gehen und sonstiges, um sein Ziel zu erreichen. Da ist natürlich dann die große Frage, woher hat Blackbeard zum Beispiel das Wissen über Rocks die Zabek? Denn wir wissen, Blackbeard hat eine sehr, sehr interessante Parallele zu Zabek. Er scheint den Willen von Zabek geerbt zu haben und scheint in seine Fußstapfen treten zu wollen. Zumindest macht es so den Eindruck, dass er Zabek verehrt, beziehungsweise ihn als Vorbild nimmt. Ja, denn wir wissen, er hat sein Schiff quasi Saber of Zabek genannt. Er hat sein Piratenhauptquartier auf der ehemaligen Insel von Zabek verlegt, beziehungsweise gelegt. Ja, das zeigt natürlich schon so einiges. Und dieses große Geheimnis müssen wir dann auch jetzt bald in Erfahrung bringen. Woher hat er das Wissen von Zabek? Aus Büchern, aus Erzählungen, durch White
Whitebeard oder sonstiges. Also dieses Wissen über Sebek, das wird, glaube ich, spannend. Wer ist da die Quelle oder was ist da die Quelle? Darüber hinaus natürlich auch die Info zum Teufelshof-Buch, denn dieses Buch scheint relativ selten zu sein, aber Blackbeard war jemand, der dieses Buch gelesen haben soll, beziehungsweise er hat dieses Buch gelesen und er hat sich auch jede Teufelsfrucht dementsprechend gemerkt. Deswegen hat er ja seinen Plan geschmiedet, diese Finsterfrucht zu haben bei den Whitebeards, und diese Quellen oder dieses Wissen, das muss hier definitiv in einem Flashback nochmal niedergeschrieben werden, beziehungsweise gezeichnet werden. Das müssen wir auf jeden Fall gesehen haben. Naja, gehen wir weiter zum nächsten Thema und Geheimnis, das ist natürlich der Körper von Blackbeard. Wir haben ja einerseits die Aussage von Marco, dass Blackbeards Körper nicht normal zu sein scheint, und dann natürlich auch die sehr interessante Aussage von Ruffy und Zorro, dass es nicht er ist, sondern sie. Und da ist natürlich die große Frage, was stimmt mit diesem Körper von Blackbeard nicht? Ist das von seit Geburt an so oder ist das erst im Nachhinein? Ist das durch eine Teufelsfrucht manipuliert worden? Ja, es gibt ja die verschiedensten Theorien, ja, zum Beispiel die Cerberus-Theorie. Ja, wird zwar vermutlich nicht so sein, weil diese Theorie schon sowas von bekannt ist und oder die bestimmt schon 100-mal gehört hat, aber es gibt halt viele Möglichkeiten, wie man natürlich den Körper von Blackbeard manipulieren kann. Es gibt gewisse Punkte, die man hier nutzen kann, ja, gerade in einem fiktiven Werk, um da natürlich eine gewisse Kreativität hinzuzaubern. Und ich denke, Oda hat sich das Ganze schon seit Anfang an so zurechtgelegt. Das heißt, er wird dann nicht mit irgendeinem Aspel um die Ecke kommen. Aber der Körper von Blackbeard, das ist einer der größten Geheimnisse, was jetzt diesen Hauptantagonisten angeht, ja, dieser Körper. Und dieses Geheimnis führt er dann natürlich auch zum nächsten großen Geheimnis. Ja. Wie kann Blackbeard zum Beispiel 2 ganze Teufelsfrüchte benutzen? Es ist absolut unnatürlich, in der One Piece Welt 2 Teufelsfrüchte zu besitzen. Blackbeard ist der erste und einzige, der das kann bzw. geschafft hat. Und dieses Geheimnis muss dann natürlich auch enthüllt werden. Und ich denke, vielleicht dieses Geheimnis werden wir sogar in Kürze erfahren. Vielleicht hat Vegapunk hier die Idee bzw. die Ahnung darüber, warum, wieso, weshalb das bei Blackbeard so der Fall ist. Vielleicht kommt Blackbeard ja hier nochmal zur Sprache, gerade weil ja Vegapunk laut oder derjenige ist, und das hat er ja bisher auch gezeigt, dass er derjenige sein wird oder ist, der die Teufelsfrüchte erklärt. Und das wäre eigentlich jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, vielleicht um die ein oder andere Info über Blackbeard, sprich über seinen Gegner, herauszufinden, die ein oder andere Info, wie man damit umgehen könnte oder wie das überhaupt möglich ist. Das wäre, denke ich mal, ein Geheimnis, was definitiv jetzt in Kürze eigentlich enthüllt werden sollte, gerade in Hinblick darauf, dass wir natürlich bald auf Blackbeard stoßen werden. Es wird keine 3-4 Jahre mehr dauern, so denke ich, kann man hier natürlich davon ausgehen, dass man hier vielleicht sogar auf Blackbeard stoßen kann. Das kann vielleicht sogar schneller gehen als gedacht. Ich bin super gespannt. Das Einzige, was hier eigentlich nur passieren muss, ist, Ruffy braucht die Info von wem auch immer, dass Boy Hancock von ihm angegriffen wurde, dass Kobe entführt wurde, dass Garp da jetzt hin ist und so weiter, dass Blackbeard hier auch Trafalgar Law bekämpft, vielleicht sogar schon erledigt hat, beziehungsweise besiegt hat, auch gefangen genommen hat. Also diese Info braucht Ruffy. Dann, Leute, können wir uns ziemlich sicher sein, macht sich Ruffy dementsprechend auf den Weg dorthin. So, Leute, das waren heute super viele Punkte zu Blackbeard, super viele Geheimnisse, aber um natürlich der finalste, heftigste Antagonist zu sein, fehlt das Ganze natürlich noch, und das muss man dann natürlich jetzt auch in Kürze irgendwann noch anschneiden. Deswegen denke ich, dürfen wir damit in naher Zukunft auf jeden Fall rechnen, wie Blackbeards Körper funktioniert, die Teufelsfrüchte, die Blackbeard benutzt, ja, wie ist seine Kindheit gelaufen, ja, was ist damals passiert, dass er so wurde, wie er ist, warum ist er so hinterhältig und so weiter. Das sind alles Punkte, die, denke ich mal, abgeleuchtet werden. Und nun seid ihr natürlich gefragt, was glaubt ihr, wird von Blackbeard jetzt in Kürze enthüllt? Schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare, oder was wünscht ihr euch, würde oder sollte Oda hier als erstes enthüllen? Ich bin mal super gespannt, was ihr da für Wünsche habt. Der schreibt es gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, wäre super korrekt von euch. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch da natürlich allen noch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.